Marco, am vergangenen Wochenende hat die Arena hier draußen getobt. Ihr habt dem Rekordmeister einen Unentschieden aberkämpft. Wie gut fühlt sich das immer an, gegen so ein Top-Team zu punkten? Ja, natürlich war das ein extrem geiles Gefühl. So startet man auch extrem leicht, mit einer Leichtigkeit in die Woche. Wir wissen, dass jetzt aber auch Wolfsburg kommt, die ganz weit oben stehen. Und ja, jetzt wollen wir die Leistung vom Bayern München-Spiel einfach in das Spiel mit einbringen. Die Kampfleistung zeigen, was wir hier gezeigt haben, und dann auswärts vielleicht auch mal einen Dreier holen. Du warst im Vorfeld vom Spiel 2-3 Wochen verletzt. Gibt es noch mal so einen extra Push, wenn man dann zu so einem Highlight-Spiel wieder fit wird? Ja, auf jeden Fall. Mich hat es natürlich extrem gefreut, dass der Trainer auf mich gesetzt hat, von Anfang an gleich im Spiel. Ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Flüssigkeit im Oberschenkel, bin jetzt deswegen ein bisschen raus gewesen. Aber ich glaube, ich habe mich gut reingekämpft in der letzten Woche. Und dadurch, dass ich dann gespielt habe, hat es mich natürlich extrem gefreut. Wir haben einen Punkt gegen Bayern München geholt. Ich habe ein Tor erzielt. War eine geile Sache, aber so soll es jetzt natürlich auch weitergehen. Jetzt war in der Vorwoche gegen Gladbach die Leistung nicht ganz so gut wie gegen Bayern München. Wie kann man sich sowas erklären? Ja, da habe ich es ja leider nur vom Tablet aus angesehen. Aber ja, erklären kann ich das eigentlich nicht so gut. Ich war zwar mit auf dem Platz draußen, wir haben auch sehr gut trainiert, fand ich. Aber wir haben einfach den Anfang total verschlafen. Ich glaube, eine Viertelstunde stand es 3-0, da war das Spiel dann auch schon gelaufen eigentlich. Ja, das war dann mehr oder weniger ein Charaktertest, so beschreibe ich das Bayern-Spiel. Und das haben wir dann ganz gut hinbekommen. Die Arena hat getobt, wie du vorhin erwähnt hast. Und ja, wir haben einfach einen Punkt gewonnen gegen den Rekordmeister. Und wie gesagt, so wollen wir jetzt weitermachen. Für dich war es auch ein super Comeback wieder in die Starte, fast direkt in der ersten Minute getroffen. Kommt beim FCA irgendwie öfter vor, dass man in der ersten Minute trifft. Letzte Saison schon gegen Bayern, jetzt am ersten Spieltag gegen Dortmund. Wir hatten das Thema nach dem Spiel schon kurz. Ist das alles einstudiert, euer Anstoß, oder ist es Zufall? Also letztes Jahr hier war es tatsächlich einstudiert, unter Manuel Baum noch, die Anstoßvariante. Aber jetzt halt kann ich davon nicht reden. Wir haben einfach den Ball nach vorne gebracht, der Einwurf, klar, das Hinterlaufen und so war schon ein bisschen einstudiert, aber jetzt, dass der Ani den Ball genau auf den Kopf bekommt und weiterleitet zu mir und ich schiebe ihn rein, das ist natürlich nicht einstudiert, aber hat uns natürlich trotzdem sehr gefreut. Bevor es jetzt weitergeht, haben wir noch eine Kleinigkeit für dich, denn dein Tor hat natürlich weite Wellen geschlagen. Ist natürlich überall zu sehen gewesen. Servus Marco, brutales Tor gegen Bayern. Es freut mich riesig für dich. Aber du weißt, in FIFA schießt du solche Tore normalerweise nicht. Schöne Grüße aus England. Auch dein Kumpel Kevin Danso hat natürlich von deinem Tor mitbekommen. Ja, wir haben kurz nach dem Spiel auch geschrieben. Hat er mir auch gratuliert zum Tor. Aber jetzt, wo ich das sehe, freut mich natürlich extrem. Ja, wir haben immer noch Kontakt zum Glück. War immer einer meiner besten Freunde hier. Schade, dass er weg ist. Aber ja, nochmal auf dem Weg hier. Natürlich für ihn auch alles Gute. Vielleicht kommt er ja zurück, vielleicht nicht. Aber trotzdem sind wir im Kontakt und es freut mich extrem. Ist ja für ein Jahr ausgeliehen nach England. Du sprichst es an, ihr habt immer noch Kontakt. Ihr seid im FCA Fan TV auch bekannt für eure Challenges. Vermisst du die ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Die waren immer ganz lustig, aber vielleicht bekommen wir jetzt irgendwie ein FIFA-Spiel online hin oder so. Nee, aber ganz klar vermisse ich ihn als Kumpel vor allem und es war immer spaßig mit ihm. Hat extrem viel Spaß gemacht, die Challenges vor allem. Und ja, vermissen tue ich ihn schon. Ich glaube, die ganze Mannschaft ein bisschen. Du darfst dann gerne beim nächsten FIFA-Match beweisen, dass du auch an der Konsole solche Treffer drauf hast. Ja, die sind wahrscheinlich dann noch ein bisschen schöner, weil ein bisschen unrealistisch gerade noch das FIFA 20. Da schieße ich schon einige coole Tore, aber nee, vielleicht klappt es ja. Am Sonntag geht es nach Wolfsburg. Die Erinnerung an das letzte Spiel dort, die sind nicht ganz so gut. Jetzt hat Wolfsburg in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren und wir noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Was stimmt dich trotzdem positiv? Ja, allgemein die Stimmung nach so einem Spiel gegen FC Bayern München ist natürlich sehr gut in der Kabine, auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz. Und ja, wir wollen einfach das zeigen, was wir gegen Bayern München gezeigt haben. Wir wissen, Wolfsburg hat in dieser Saison kein Spiel verloren, wie du gesagt hast. Wir wissen aber auch, dass wir zocken können, hat man hier jetzt auch gesehen, dass wir extrem gut verteidigen können, wo natürlich das Hauptaugenmerk liegt bei uns. Und ja, jetzt wollen wir Vollgas geben in Wolfsburg und vielleicht klappt es ja mit dem Dreier. Und ja. Also wir geben Gas. Was kann man im Team und vor allem im Training machen, dass so ein Ausrutscher wie jetzt gegen Gladbach nicht mehr vorkommt? Ja, gar nicht so viel. Wir haben das ja uns auch nicht vorgenommen. Ja, wir trainieren extrem gut.
Meines Erachtens ist sehr viel Tempo drin, disziplinierte Verteidigung und das ist natürlich extrem wichtig für so einen offensiv starken Gegner wie Wolfsburg. Und ja, aber jeder muss sich dann die eigene Nase packen und sowas geht natürlich gar nicht. Aber so ein Gesicht werden wir natürlich diese Saison nicht mehr zeigen. Dann hoffen wir das Beste für Sonntag. Danke für deine Zeit und Danke. wir freuen uns auf weitere Tore von dir. Ja, hoffentlich. Ja.